So, hello, welcome back. Wir haben, wie man daran erkennt, dass wir vor dem Markt stehen, Pokebälle gekauft und wir haben sogar Premierwahl bekommen. Und wir haben ein paar Tränke eingesteckt. Ganz kurz noch zur Regelung von der Nuzlocke, weil wir meinen, dass es eine Nuzlocke an sich ist. Also wie schon am Anfang der letzten Folge gesagt, Natsu sucht sich aus den Encountern halt was aus. Weil ich finde, das gibt nochmal so einen extra Touch halt. Also im Endeffekt kann er versuchen, mich abzufacken, wie am Anfang schon gesagt. Oder halt versuchen, dass wir das Game durchbekommen. Ich meine, das kann sich auch zwischendurch ändern, je nachdem, was seine Absichten sind. Und das, finde ich, gibt halt so einen nice Twist dazu. Geht das gerade bei mir so, oder geht das auch bei dir? Wie bitte? Das stimmt ja gerade ein bisschen bei mir. Oh nee. Mir. Nein, okay. Alles gut, geht wieder. Alles gut. Discord denkt sich nur so, boah, gar keinen Bock. Das denkt sich Discord öfters. Und zu den Nuzlocke-Regeln an sich, ja, wir machen eine Nuzlocke. Also wenn Flutschi stirbt, ist Flutschi weg. Und wenn Flutschi das letzte Pokémon im Team ist, dann ist die Nuzlocke verloren. Aber ich werde keine Hard-Nuzlocke machen. Erstmal, um zu gucken, ob das überhaupt alles passt. Und ich weiß ja nicht, wie sich das dann am Ende auswirkt, wenn ich nicht selbst die Encounter entscheiden kann. Deswegen, Tränke und Items sind im Kampf erlaubt. Ich würde aber die Regelung lassen, wenn mein komplettes Team, wenn ich ein volles Team habe, dann, wenn das stirbt, ist die Nuzlocke trotzdem verkackt. Also wenn wir jetzt in eine Arena reingehen und das komplette Team stirbt, dann müssen wir trotzdem von neu anfangen. So. Und wegen einer Backup-Box, ich würde sagen, eine Reihe Backup-Pokémon. Wie viel passen in eine Reihe? 5 oder 6? Weißt du das gerade aus dem Stegreif? Oh Gott, warte. Ich glaube, ja, 5 oder 6, ich glaube 5. Ich glaube 5 und dann 6 Reihen nach unten, ne? Dann 30 Pokémon. Das kann sein. Oder vielleicht ist es auch andersrum, ich weiß es nicht hundertprozentig. Okay, auf jeden Fall. Ich muss mir das nachher gucken. Jeweils eine Reihe, würde ich sagen. Eine. Ja. Und der Rest, ja, entweder freilassen, austauschen. Je nachdem, gucken wir dann, wenn es zu dem Fall kommt. Bis jetzt haben wir eh nur eins. Und wegen dem Plan in dieser Folge, wir werden jetzt erstmal die restlichen paar Encounter abgrasen. Hier zum Beispiel beim See der Wahrheit. Dann gehen wir zur nächsten Stadt und gucken da ein bisschen wegen den Encounter rum, holen uns die Angel. Halt erstmal, dass wir ein paar Pokémon im Team haben und nicht direkt sterben, wenn Regieis tot ist. Tanzer. Ja oder nein? Gucken wir weiter oder? Wir haben doch schon einen Encounter. Oder? Wie? Also sind wir schon im See drin? Ich hab gar nicht hingeschaut. Wir sind schon im See drin. Ne, dann nicht. Ja, Tanzer lohnt sich nicht so. Ich finde Tanzer so als Pokémon cool, aber ne. Verstärker wäre halt gut. Doch. Also, true, aber da ist es auch Talent entwickelt. Aber, naja, da haben wir halt sagen, genau einen Ball. Gefehlt, ist halt scheiße, aber. Ah, nein, es rennen random Attacken, es kann sich vielleicht richtig fehlen. Dann gucken wir ja, weiter. Aber auch oder? Da würde ich sagen, lass erstmal skippen. Okay. Ich weiß halt auch nicht, wie viel. Könnten die sich auch einfach besiegen, ne? Ja, das könnten wir. Das wäre vielleicht klug, weil Regieis ein Legi ist und sagen, viel EP braucht. Weil, ich würde gerade sagen, weil EP ist immer so ein bisschen schwierig. Oh Gott. Oh Gott, bitte nicht. Nicht? Nee, bitte nicht. Ich habe halt aber auch ein bisschen Angst, nur mit Regieis zu kämpfen gerade, weißt du? Wir hatten jetzt zwei Encounter, ja, wo wir versucht haben. Ich mag von Naira nicht. Wir haben zweimal versucht zu kämpfen und es war beides mal eine Viererschwäche von Regieis. Ich mag von Naira nicht. Das ist halt so damals im ersten Run so, oh, du bekommst ein Ei geschenkt aus. Jo, da sehe ich mich. Nehmen wir mit. Mann. Okay. Fucking toxic fuck, Alter. Alter. Das Ding, was ich damals mal habe, ich habe nie eins bekommen, weil ich nicht wusste, wie ich das wie. Ich habe immer Angst, dass wir irgendwas gewonnen hätten oder sowas, aber das passiert mit Zorn. Oh, okay. Nee, funktioniert. Bitte nicht. Kein Feuer oder Unheilböen. Hey, Geist cool. Könnte nee, es sein. Macht Unheilböen immer. Nee. Damage? Nee. Unheilböen ist wie Antikraft. Es hat die Möglichkeit, alle Stats zu boosten. Und hat nur 5 HP. Ein Geist Toxic Quack. Ja, das sieht sehr stark nach einem Geist aus. Ja, okay, gut. Ich probiere einmal anzugreifen, wenn wir uns selbst treffen, dann fange ich an, wie wild Pokébälle zu werfen. Come on. Ja, schön. Dann sollten wir schon mal Richtung Gelb kommen. Einmal können wir theoretisch noch. Ja. Unheilböen macht 4 Schaden, Crit macht 8 Schaden. Wenn wir uns treffen. Okay, wir werfen Bälle.
Es hat den Omnibus bekommen. Alle Stats steigen. Scheiße. Ja, aber ey, Alter, das wird halt schon geil, so ein Toxic-Quark. Achso, by the way, ich habe zur letzten Folge nochmal den Screen ein bisschen angepasst. Ihr dürftet jetzt oben alles sehen, nicht abgekattet. Und ich habe noch zur Lautstärke noch ein bisschen angepasst. Ich hoffe, man hat ihn, eigentlich hat man ihn im letzten Part auch gut gehört, denke ich mal. Aber sicherheitshalber. Schattenstoß, okay. Oh Gott, das könnte uns mit dem Crit schon töten. Ja, das müssen wir erst mal treffen. Ja, treffen tun wir. Das sind zwei. Komm schon, komm schon. Komm, gönn doch wenigstens einen Pokémon. Ja. Ja. Zwei. Wollen wir doch mal versuchen, obwohl, ne, wir müssen eigentlich heilen jetzt, so. Wow. Stauner. Aber Stauner macht echt viel Schaden, glaube ich. Doch nicht. Erstauner ist die Attacke, die Zubat lernt, das macht gar keinen Schaden. War das nicht Erstauner, die irgendwann mal viel damit? Ich weiß nicht mehr. Genau. Nein, Erstauner ist irgendwie 20, 30 oder sowas. Schadenswert. Weiß ich, werde doch einfach versuchen, mit Zornklinge anzugreifen. Jetzt, ja, ich habe halt zwischendurch den Ball geworfen. Wir müssten jetzt nochmal die komplette Streak aufbauen, um stimmt. Oh, Alter, das es ist echt stressig mit nur Regieis. Weil es halt nur Zornkling hat, das ist halt echt. Oh mein Gott. Wir müssen uns da weiter schwächen, das wird nichts. Wir müssen uns halt auch noch ein paar Bälle bei, halt safe halten, ne? Ja, wir kommen gerade gleich bei Trainern vorbei. Ich will nicht verlieren. Ich darf noch nicht verlieren. Imagine, jetzt der nächste macht wieder ein Crit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh Mann. Alter. Wenigstens darf jetzt. Oh, es ist pur Gift. Geist meine ich. Alter. Ich hab ein Verlangen, wie ich es nennen möchte. Wie willst du es nennen? Ich weiß nicht, ob das hinpasst. Was passt denn? Ich möchte, dass es Kakashi heißt. Ich hätte lustigerweise, ich hätte auf so viel Gamma Bunta oder sowas getippt. Nee, Kakashi. Nee, Kakashi ist super. Alles gut. Weil, wenn wir schon einmal Ninja also, Pokémon fangen. Ja, okay, true. Ich weiß es nicht. Aber also, sowas in der Art bestimmt. Okay, wir können uns seine Stats zumindest angucken. Geist wissen wir jetzt schon. Synchro! Das ist theoretisch interessant. Cool. Aber es hat echt keine guten Stats geschaffelt bekommen. Guck dir das mal im Vergleich zu Regieis an. Jo. Aber gut, Regieis ist auch halt legendär. Es hat vier Attacken. Ach man, es muss jetzt eigentlich ganz interessant. Ja, hier 30, das. Ah, es kann eventuell zurückschrecken lassen, ja gut. Konfustrahl. Es ist auch ein spezieller Angriff, oder? Ja. Gut, dann packen wir den erstmal an erste Stelle. Jo. Bei der Mutter kann man sich heilen gehen, ne? Oh. Actually, Regieis ist mega schnell. Ich möchte was ausprobieren. Ich möchte nur kurz gucken, was man hier noch hätte bekommen können. Also für den Kotter haben wir gar nicht mehr was Verschiedenes angeht, oder? Okay. Ich will einfach nochmal gucken, ob wir noch irgendwas Cooles hätte rausspielen können. Aber ich glaube, Toxicwack ist schon, da sind wir schon. Also, mit Toxicwack ist immer gut, wenn man denkt, dass das andere von Naira und Tänzer waren. Ja, und Abra. Abra hätte ziemlich stark werden können. Das stimmt, aber, ja. Aber die Pokémon entwickeln sich doch zu random Sachen, oder? Oh nein, ein Chat. Entwickeln sie sich einfach normal weiter. Sie entwickeln sich normal weiter. Also prinzipiell, wenn du jetzt einen Bonera bekommst, das macht die ganze normale Evolution weiter. Ah, die Evolution ist halt erleichtert, weil ich glaube, es entwickelt sich mit einem Ewigstein oder so. Nee, das, ja genau, aber es gibt ja auch Randomizer, wo auch die Entwicklungen komplett random sind. Ich meine, das werden wir sehen, wenn sich ein Pokémon entwickelt, oder? Ja, richtig, das ist die andere Sache. Regieis wird sich bestimmt auch entwickeln. Safe. Hallo. Nein. Ja, auch schon wieder Abendessen. Geil. Man kennt das.
Zum Glück hat sie immer Abendessen fertig, wenn ich gerade komme. Aber ich frage mich, wie wann sie das macht. Sie sitzt irgendwie nur vor der Glotze. Safe so einfach Lieferando auf dem Handy auf Dauerschleife an. Nur am, ich würde gerne eine Pizza bestellen. Oh, ein Tauburger hätte ich so gern gehabt. Tauburger ist cool. Das hätte ich lieber gehabt als ein Absol. Ich hab Tauburger so lieben gelernt irgendwie. Mit Ruheort macht das so Spaß zu spielen. Wenn es jetzt ein Flugtyp geblieben ist, weil ich. Okay, das können wir für EP mitnehmen. Oh, es könnte ein Unlichttyp sein. Taumeltanz. Oh, Taumeltanz. Was macht das? Wirken. Was ist ein Käfer noch effektiver? Psycho, ne? Auf Psycho? Taumeltanz ist, glaube ich, eine Psycho-Attacke. Ist es? Weil Psycho können wir auf Dings switchen, auf Toxic Bug. Also ich bin nicht 100% sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Chili der Vogelfieh aus Sonne und Mond auch Psycho war. Choreo? Das ist auch immer Taumeltanz. Ja, das ist auch mal Taumeltanz gespammt. Na gut, kommt halt auch an, welche Form es hat. Taumeltanz. Ach, hallo. Die haben alle Taumeltanz gespammt. Okay, gut, nö, ich gehe da nicht mit einer Verwirrung rein, dann switche ich halt einfach wieder zurück. Jetzt kriegen ihr beide EP. Jo. Das Breaksprite von dem Toxic Fuck sieht schon ziemlich cool aus. Jo. Besser als der von Regi. Prügler, ja, das Unlicht. Weil, wenn du meinst, Taumeltanz ist ein Psycho-Attacke? Es ist ein Psycho-Unlicht-Pokémon. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Ich fühle mich gerade ganz so sicher. Es ist ein Psycho-Unlicht-Pokémon. Okay. Darauf ist doch dann Käfer vierfach effektiv. Das kann sein. Das könnte ich mir. Okay, das gibt nicht wirklich viel Auskunft, der Klammergriff. Das könnte ich mir aber zumindest vorstellen, weil Tauburger ist eine letzte Entwicklung. Klar, die Stats sind geschaffelt. Aber. Tauboss ist die letzte Entwicklung. Ach, stimmt. Tauburger ist die dann zweite. Okay, gut, dann war ich einfach nur los. Ich weiß nicht, warum ich gerade die ganze Zeit an Tauboss gedacht habe. Ist das jetzt aber nicht theoretisch. Ach nee, das zählt nicht in den nationalen Pokédex hier drin, sonst hätte man gucken können, welchen Typ das hat. Das wäre jetzt erstens der regionale und zweitens. Ich glaube nicht, dass wir eine regionale Baufolge bekommen. Ich glaube nicht. Das wird, glaube ich, kritisch. Oh, wir können uns aber gucken, was der Sterne-Lady war. Oh, können wir nicht. Wir müssen dann auch. Okay. Fangen. Na, okay, gut. Dann packe ich den hier mal nach vorne, damit er ein paar EP bekommt. Eigentlich müssten wir sogar fast noch leveln, ne? Weil die Trainer oben sind schon bis Level 7, wenn ich mich richtig erinnere. Nee. War die Levelkurve in dem Spiel nicht auch ein bisschen anstrengend? Wurde die nicht erst in Platin gefixt? Klein wenig, glaub. Das weiß ich nicht, weil ich habe Platin nie gespielt. Ha. Gut, aber mit Konfustrahl haben wir zumindest schon mal, ich sag mal, ein bisschen was, womit wir so taktisch vorgehen können, in Anführungsstrichen. Ja. Hit dich selber. Yeah. Ah. Das ist doch ein Pokémon für T.Rottel. Gut, Alter. Es ist nicht sehr effektiv. Okay, dann ist es wahrscheinlich Unlicht. Unlicht wäre blöd, wir sind Geist. Es bricht sich gerade eh die ganze Zeit um, alles gut. Meinst du weiter drauf boxen? Safe. Ja. Das ist immer die Lösung. Ich will nicht direkt wieder den ersten Encounter, den wir eben gefangen haben. Quatsch. Na ja, Quatsch, nein. Oh. Das ist nicht schlimm. Wow. Weißt du, wie Prügler funktioniert? Aber auch. Warte, musst du auch mehrfach angreifen, oder? Prügler ist eine Attacke. Jedes Pokémon, was du im Team mit dir trägst, greift einmal an und es richtet sich nach dem normalen Angriffswert. Okay, gut. Easy, Level 4. Bin ich aber sehr froh, dass wir einen Toxic Quack haben, weil das levelt wenigstens schneller. Yo, das levelt so viel schneller. So. Ich könnte die ganze Zeit mit der Musik mitviben, das ist so. Ich finde auch die Musik aus Pearl so schön. Nur beim Champ hat mir die damals übel Bremsspuren hinterlassen in Europa. Oh nein, stimmt, wir müssen ja gegen Cynthia kämpfen. Oh, ich weiß nicht, ich liebe und hasse Cynthia. Ich liebe sie einfach als Champ, aber ich hasse sie auch genau deswegen. Ich meine, sie hat randomized Pokémon.
Und was war Aber hier ich gerade schon? damals Level 62 oder sowas? ja. Stimmt, das Nee, war ich das, was mag mir an der damals Levelkurve an nicht der Musik, gefällt. Alter, ich habe so eingeschissen. Nee, das war das, was ich an der Levelkurve nicht feierte. Dass es in der Liga vom ersten bis zum Champion irgendwie 12 Level Unterschied waren oder sowas. Das fand ich ein bisschen nervig, stimmt. Ansonsten ging es da. Oh mein Gott. Ach, stimmt, das ist ein neuer Encounter hier oben. Wir können auch eins mitnehmen. Ja, den würde ich aber nicht mitnehmen. Ich würde Ja, gerne gucken, was Zeug drauf würde ich ist. auch ungern mitnehmen. Ich finde es sehr schön, dass du gerade noch mit mir spielst. Das Ja, ich achte halt auch ein bisschen auf, was ich halt mag, weißt du? Und so Groink ist halt so ein Pokémon, ich hatte nie Bezug zu Groink gehabt. Wenn wir irgendwo einen Lugia finden und du sagst, wir nehmen das nicht mit, werde ich richtig weinen. Ich werde das auf jeden Fall nicht mitnehmen, weil ich Ach weiß, dass du Mann. es liebst. Wir können aber theoretisch. Kann ich fliegen, Digga. Liverpool? Kann halt so. Yes. Nein, nicht der Blubber. Nein. Das war nicht so spektakulär. Ich meine, es würde mit einem Quiz 2 Schaden machen. Er müsste uns 10-mal quitten und hätte uns dann nicht mal tot. Ah, ich hab mich. Okay. Ich wollte gerade fragen, hat der Kung Fu-Strahl getroffen, aber ja, hat er. Schlecker ist doof. Paralysiert auch, oder? Oh, und macht Damage. Oh Scheiße. Gott. Ach komm schon, hättest du es einfach nicht ansprechen können. Synchro! Yeah! Ja. Kakashi ist. Das passt so gut! Wegen Copy Ninja! Stimmt. Das passt ja so Copy. gut! Oh Gott. Ah, oh, Scheiße. Oh, Wir wir haben ein können switchen. Wir Problem. können switchen. Wir können switchen. Das war gar nicht. Das finde ich cool. Das habe ich auch gar nicht gedacht. Okay, gehen wir weiter drauf und flüchten wir einfach. Wir gehen weiter Wir gehen drauf. drauf. Easy. Wollen wir doch flüchten? Na, wobei, Nein. nee, okay, wenn das jetzt selbst noch haltet, dann können wir es auch. Es ist eh noch paralysiert, das können wir auch noch durchboxen jetzt. Ich glaube, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir bis zur nächsten Stadt kommen. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten oder sowas. Jo. Ich glaube, wir müssen vielleicht echt die Folgen einfach länger machen. Ich glaube, das wird sonst nichts. Ich weiß nicht, eine halbe Stunde ist auch schnell um. Noch eine Stunde draußen. Weiß nicht, die Streams sind halt schon immer 3 Stunden lang. Ich will auch, was für Leute haben, die halt kürzere Videos entscheiden, ne? Ach, Quatsch. Ich meine, gut, wenn man jetzt hier einen Part eine Route macht, das ist halt okay, denke ich. Ich meine, die Sache halt bei so einem Nuzlocke ist halt, wie du halt eben schon meinst, dauert halt manchmal echt lange. Wie jetzt durch solche Encounter gerade eben, die hätte halt ich echt ewig aufhalten. Ja, gut. Sonst hast du ja gar keinen Progress. Ich meine, das ist halt jetzt der Sinn dahinter. Klar müssen wir jetzt erst ein paar Encounter angucken, bis du sagst, was es ist, aber Ja, klar. das Ziel Aber. ist ja auch nicht, durch das Game durchzuwaschen. Wir machen einfach einen gemächlichen, chilligen Run. Mit Legenden, die geboren werden, Tränen, die vergossen werden, Herz, Schweiß, alles. Drama, Liebe. Nudut. Bitte sagt nicht, dass wir das Hutschuh mitnehmen. Mich interessieren die anderen Accounts halt noch zu sehr. Deswegen. Könnte mir so vorstellen. Wieso Wenn sehe ich, ich fange dass wir jetzt mit das einem Hut, Hut dann kommt so aussehen? ein Impoli und ich denke mir so. Wie ich. An dem Punkt gebe ich dir keine Auswahl. Warum? Nein, Joke, nehmen wir das mit, nehmen wir es nicht mit. Deswegen, wenn wir uns einmal missverstehen bei dem Encounter, ist es auch richtig blöd, weil da muss ich so lange hier rumsuchen. Na gut, das kann ich dann rauskappen. Aber jetzt die neuen Encounters sind ja noch. Oh, ein Schnäppke. Ist das Mit. weiblich? Es ist weiblich. Mit. Ha? Take it. Bist du schon wieder am Essen nebenbei? Immer noch. War das abgesprochen? Mich interessiert das, der Typ von dem Schnäppke sehr, sehr doll. Mich hätte auch der Typ von dem Voodoo sehr, sehr doll interessiert. Ist verwirrt, das ist schön. Triff
Discount-Fußschrei, immer hat er eine 100er Genauigkeit. Ich glaube, so. Oh, schon wieder Synchro. Papi. Das ist sehr schön, dass es vergiftet ist, weil dann können wir es easier catchen. Denkst du, Schnepp mag mich? Das ist eigentlich mit Gift in dem Teil. Die Puppen bekommen ja nebenbei auch Gift-Damage, wenn du außerhalb des Kampfes bist, ne? Ja. Geht das bis auf. Das geht in den, glaube ich, bis auf 0 runter, ne? Ich glaube ja. Ich finde, es mir einmal passiert, dass mein Puppen gleich abgekratzt ist, einfach nebenbei. Oh, es war ganz wirklich. Ich war einfach mal so frei, den Premierball zu benutzen, während du am Reden warst. Aber ja, ich glaube, ich bin mir. Also ein Soul Silver killt es nicht, bin ich mir sehr. Pflanze Kamm! Nee. Oh Leute, das ist ein cooler Typ. Das ist der Typ von Kappels? Ja. Also ich glaube, ein Soul Silver killt es nicht, aber ich weiß nicht, wie viel es. Ich will es auch nicht ausprobieren, ich werde einfach zu einem Pokémon. Ich glaube, ein Pearl killt es. Ich kann es mir auch vorstellen. Das war noch eine asoziale Generation. Wie nennen wir ihn? Sie? Sie? Schnepka hat nicht so viele Merkmale, wo man drauf eingehen könnte. Ich wollte euch. Diesen komischen Mantel oder was das ist. Ja, aber mir fällt nichts Gutes auf Mantel so ein. Ich weiß es nicht. Wie wird die geschrieben? Ja. Wegen der Entwicklung. Ich gebe einfach mal so ein, wie ich es denke. Und du musst mir dann sagen, ob es richtig ist. Ja. SDF. Ja, ES und der Tod sozusagen auf Englisch. Also wie ich dachte, SDF. Ja. Das ist jetzt das Erste, was mir einfallen würde, wenn es sich danach theoretisch zu Frostage entwickelt. SDF Summer. Ich mag sie nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich ein popular Opinion, weil die von jedem gesimpt wird, aber ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht, ich finde sie okay. Ich sim absolut null für die, ich weiß nicht. Ich mochte die ohne so sehr. Also okay, was hat das für Angriff? Wir haben nur Toxin gesehen bis jetzt. Oh, Wegsperre ist interessant, weil dann, das könnte geil werden. Dann kann uns kein Encounter fliehen zumindest, wenn wir mal einen Legi haben oder sowas später. Ja. Oder Toxin. Wobei. Da können auch Pokémon. Das heißt doch, dass die auch nicht ausgetauscht werden, ne? Richtig, wollte ich gerade sagen. Da können auch Trainer den. Kannst du einfach ein Toxin draufhauen, dann können die nicht wechseln. Digga, das wären ja richtige Mindgames hier mit Synchro und Toxin und Kugelsaat. Jo. Kugelsaat und. Oh, sorry. Ich werde mich noch dran gewöhnen an A und B. Es ist halt, wenn man einen PS4-Controller hat. Ich meine, wenn man auf dem DS spielt. Willst du Toxin ja. Den erstmal vergiften, weil Toxin wird ja jede Runde stärker, ne? Also kommt auch an, ob er schwer vergiftet ist. So. Und dann einfach mit Absorber und Egelsamen auf die ganze Zeit. Das war nicht Egelsamen, das war Kugelsaat. Kugelsaat, lol. Na egal, trotzdem. Mit Absorber halt wenigstens schwächen und sich selber heilen. Ja, es gibt vergiftet und schwer vergiftet, Toxin vergiftet schwer, zum Beispiel sowas wie Giftzahn vergiftet, glaube ich, nur normal, und schwer vergiftet wird jede Runde stärker. Okay, stimmt, dann, ja genau, Toxin wird jede Runde stärker, richtig. Willst du nebenbei mal googeln, wann sich Schnepke entwickelt, auf welchem Level? Natürlich, kann ich das machen. So. Ich weiß, ich glaube, der erste Trainer hier ist Level 5. Den könnten wir noch packen. Ich extra auf Pokémon gehen dafür. Hier hätte ein Tintoxa rausspringen können. Das wird auch sehr viel. Ich hätte jetzt eine Kugelsaat und sowas, aber das ist ja was anderes. Oh, stimmt. Das wird sehr viel, glaube ich, noch hier vorkommen, wenn wir nochmal über die Route rennen. Ich glaube, wir werden uns sehr aufregen. Level 42 entwickelt es sich auf normalen Wege zu Förlontor. Die weiblichen entwickeln sich nur mit Funkelstellen. Wir haben die Items geschaffelt, oder? Yep. Dann wird schwierig. Glück könnte ich einen Funkelstein bekommen. Ich glaube, ansonsten werden wir SDF irgendwann raushauen müssen. Ich glaube nicht, dass ich einen Schnitt bis Level 42 durchgecarried kriege. Okay, scheint auch ein Pokémon zu sein. Okay. Warte, das ist sehr effektiv auf uns. Wir sind Pflanze. Oh shit.
Natürlich hast du so viel Glück, ja, klar. Ja, natürlich. Ist jetzt natürlich auch schlecht. Will dein Gift auch noch critten oder sowas, oder? Geil, imagine Gift crittet einfach. Einfach tot. Oh nein. Warte, das ist jetzt sowas wie innere Kraft, das ist eigentlich ziemlich cool, einfach auswechseln, das Gift an den Gift. Ah, stimmt, ja. Einfach im Turbulence aktivieren. Ich glaube, unser Team ist noch nicht so gut aufgestellt, habe ich das Gefühl. Das ist perfekt aufgestellt. Ich glaube, Kakashi ist das Einzige, was gerade irgendwas kann. Oh, Kakashi ist weiblich, sehe ich gerade. Scheiße, egal. Das ist Female Kakashi. Komm, in der heutigen Zeit ist eh jeder, was man will. Also von daher. Oh mein Gott, Kakashine wäre so perfekt gewesen. Schiene. In Jubelstadt gibt es einen Typen, bei dem du den Namen erinnern kannst, glaube ich. Jubelstadt ist. Was ist das die nächste oder ist irgendwann später? Ich glaube, das. Also ja, Jubelstadt ist erstmal die nächste, aber ich glaube, das war die. Ich glaube, wir schaffen die Runde, die Route erst im nächsten Part. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten oder so. Toll, was? Ja. Also nicht ganz 40, aber um die 30 rum oder sowas, aber ehe wir jetzt noch irgendwas anfangen. Okay, you know what? Wir gehen jetzt einfach noch in den Trainer rein, drin, ohne zu healen. Voll YOLO. Oh Gott, ich habe YOLO gesagt. Egal. Kakashi hat jetzt schon mehr KP als Fuji. Oh ja. Es bekommt. Ja, okay, hier, Rega, es wird auf jeden Fall. Digga, wenn wir eine Stahltafel finden. Stimmt, dann passt das mit den Tafeln ja auch gar nicht, wenn wir die Items geschaffelt haben. Oh, stimmt. Ah, oh Gott, nein. Das wird stressig. Okay, anderer Plan, wir gehen nicht stur in den Kampf rein, das würden wir bereuen. Oh. Wahrscheinlich. Wir haben kein Gegengift dabei. Wie viele Schritte kann ich noch machen? Ach, viele. Okay. 1, 2, 3. Encounter. Hut. Ist erst der von vorne? Nee, ne? Habe ich Kakashi hochgepackt. Ja, okay. Ja. Ach so, by the way, Sonderregelung. Falls wir ein Shiny finden sollten, wird es gecatcht. Wird immer gefangen, genau. Ja. Also, ich muss mal ganz kurz aus dem VC rausgehen, weil irgendwie ist der Sound gerade richtig weird. So richtig buggy. Ja, ich versuche in der Zeit, dass es der vielleicht wird. Vielleicht, wenn ich aus dem Dings rausgehe, also könnte ich genau aus dem Stream raus. 7. Der ist immer noch. Wollen wir es dann erst ausprobieren, ob es tötet? Nein, ich will es nicht riskieren. Dann gehen wir in Position an. Jojo. Du, mal sehen. Das war ja wirklich sofort. Ja, das ist oh Gott, Discord liebt dich gerade auch, du bist richtig laggy und so, ne. Oh, scheiße. Kriegt man nicht eine TM, wenn man hier zu dem reinrennen möchte oder sowas? Das weiß ich gar nicht mehr. Oder ich bin da gerade falsch? Nee, bei dem gibt es keiner. Nee. Ja, hallo, Digga, ich bin seit einem halben Tag Trainer. Sei doch froh, dass ich 10 Pokémon gefunden habe. Das ist mehr als du bis jetzt in 60 Jahren. Jetzt ist so. Ah, nee, wir haben nichts bekommen. Okay. Dann würde ich an dem Punkt sagen, machen die Runde echt. Ich weiß gar nicht. Wir gucken gleich nebenbei, nach der Folge, welche Level die Trainer davon haben, weil dementsprechend würde ich vielleicht nochmal trainieren gehen. Würde ich auch, also werde ich auch als Regel machen, wir dürfen trainieren. Ich finde das ein bisschen bei einer Nase. Ah, safe, das wäre dumm, wenn du nicht dürftest. Vor allem, wenn später irgendwelche hochleveligen Sachen sterben. Ich meine, viele machen das ohne trainieren, beziehungsweise so, dass sie halt nicht überleveln. Überleveln würde ich auch nicht unbedingt, aber wenn es vorkommt, halt ist es so. Aber ungefähr auf selbe Level halt. Ja. Gut, dann war es das mit der Folge. Wir haben erstaunlich nicht das geschafft, was wir schaffen wollten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.